Hallo, ja, in diesem Video möchte ich euch ein Video vorstellen von Toni Heller. Das seht ihr hier. Und da geht es um Folgendes. Da muss ich also erstmal die Vorgeschichte erzählen. Und zwar hatten wir in den USA, also in Nordamerika, fallende Temperaturen. Ja, über ungefähr 120 Jahre lang sind die Temperaturen immer weiter gefallen. Und da haben die Klimaforscher Folgendes gemacht. Die haben die ganzen Daten justiert und homogenisiert und so weiter, nochmal ein paar Mittelwerte gebildet und plötzlich ist die Temperaturkurve wieder angestiegen. Na, da waren einige Leute sauer, weil die haben gesagt, das ist ja Betrug. Und da hat sich hier einer was einfallen lassen. Man kann ja auch eine andere Messung machen. Ja, man kann also nicht den Durchschnittswert messen oder beziehungsweise errechnen, die durchschnittliche Temperatur in den USA, sondern die Anzahl der Hitzetage. Ja, warum? Weil man die eben nicht fälschen kann. Ja, da wird nicht homogenisiert oder justiert, sondern die Anzahl der Hitzetage, das ist eine Größe, die kann man also nicht manipulieren, ne, oder schwer. So, außerdem hat er einen sehr langen Zeitraum genommen von 1895 bis 2020 und nicht nur so 10 oder 20 Jahre, ne? Denn wenn ich nur 10 oder 20 Jahre nehme, da kann ich alles Mögliche mit beweisen. So, und außerdem hat er nur diejenigen Klimastationen berücksichtigt, die in einem speziellen Netzwerk sind. Ja, das sind alles Klimastationen, also Messstationen, die schon seit 120 Jahren in Betrieb sind, ja, also die die ganze Zeit über gemessen haben, ohne mal eine Pause zu machen oder so, und Stationen, die auch nicht verlegt worden sind, ja, also nicht, dass die Station einmal hier liegt und dann 500 Meter weiter, denn das kann schon viel ausmachen, ja, dadurch kann sich die Temperatur schon ändern. Ja, also nur zuverlässige Stationen und die sind also zusammengeschlossen in den historischen US-Klimatologie-Netzwerk. Ja, das sind alles die Stationen, die zuverlässig sind. Gut, und wenn ich also jetzt zuverlässige Stationen nehme und über einen sehr langen Zeitraum betrachte, dann sehe ich hier, dass die Anzahl der Hitzetage immer weiter abnimmt. Na, also bis Juli, ne, August ist ja noch nicht vorbei. Wir sind ja gerade erst im August, aber bis Juli ist die Anzahl der Hitzetage auf 38 gefallen. Die war 1934 mal auf 50 Hitzetage in diesem Zeitraum, also im ersten Halbjahr. Jetzt sind wir bei 38. Und man sieht auch, wenn man den Mittelwert bildet, das ist hier der fünfjährige Mittelwert in Rot, der rote Wert ist der fünfjährige Mittelwert, sieht man auch, der Mittelwert fällt, sieht man auch an der gestrichelten Linie. Ja, gut, zur Sicherheit hat er dann nochmal eine weitere Grafik genommen. Da muss ich mal vorblenden. Das sind die Tage über 80 Grad Fahrenheit. Das entspricht 26,7 Grad Celsius. Ja, also das, was wir gerade gesehen haben, war über 70 Grad. Jetzt haben wir die über 80 Grad. Und genau das gleiche Bild. Die Anzahl der Tage über 80 Grad Fahrenheit, also 26,7 Grad Celsius, nimmt in den letzten 120 Jahren, 125 Jahren immer weiter ab. Die war mal bei 36 Tage über 80 Grad Fahrenheit und ist jetzt bei 25 Tage über 80 Grad Fahrenheit. Ja, beide Kurven sagen also dasselbe. In den USA wird es kühler. Gut, jetzt gibt es allerdings auch solche Grafiken mit Hitzetagen, zum Beispiel Hitzetage über 90 Grad Fahrenheit. Da geht diese Kurve hier nach oben. Ja, was haben die da gemacht? Da haben die Folgendes gemacht. Die haben einfach nur ab 1970 gemessen, also so 2 oder 3 Jahrzehnte. Ja, und je nachdem, wo ich messe, habe ich dann natürlich einen Zeitraum, wo die Anzahl der Hitzetage steigt. Na, wenn ich zum Beispiel eine Grafik mache hier von 1980 bis 1990, dann sehe ich, die Zahl der Hitzetage explodiert. Ja, aber man muss dann natürlich einen langen Zeitraum betrachten. Ja, und diesen Trick haben die gemacht. Und die haben aber noch einen anderen Trick gemacht. Die haben nicht diese gesamten Stationen in den USA berücksichtigt. Ja, die gesamten zuverlässigen Stationen, sondern nur einzelne Stationen, wie zum Beispiel Miami, ja, oder New York. Ja, warum kann ich Miami oder New York nicht nehmen als Messwert?
Ja, das ist nur eine einzelne Station und da tritt der Urban Heat Effekt zutage. Ja, das heißt also Folgendes: In Miami wurden zwischen 1970 und dem Jahr 2000 überall Klimaanlagen eingebaut. So, eine Klimaanlage macht das gleiche wie ein Kühlschrank. Das heißt, in der Wohnung wird es kälter durch die Klimaanlage, aber die Wärme muss ja irgendwo hin, die wird dann nach draußen geblasen. Ja, und deshalb heizt sich Miami durch die Abwärme immer weiter auf und durch Industrieanlagen. Und man hat nachgemessen, dieser Effekt macht bis zu 8 Grad Celsius aus. Ja, also so ungefähr 15 Grad Fahrenheit. So, und jetzt ist natürlich klar, warum es in einzelnen Städten wie zum Beispiel Miami, ja, etwas wärmer geworden ist und auch die Zahl der Hitzetage etwas gestiegen ist, ne, ist doch klar, wenn jeder eine Klimaanlage einbaut. Und deshalb ist das natürlich Fake-Wissenschaft, sondern man muss, so wie in dieser Grafik hier, alle Messstationen nehmen. Ja? Und nicht nur alle Messstationen, sondern auch über den größtmöglichen Zeitraum. Denn selbst 120 Jahre sind im Bereich Klima überhaupt nichts. Ne? Das Klima ändert sich in ganz anderen Zeiträumen. Ja, aber wenn man 120 Jahre nimmt, dann ist man schon mal gut beieinander, sage ich mal, und dann sieht man auch, die Anzahl der Hitzetage nimmt immer weiter ab in den USA, das heißt, es wird kälter. Das gleiche kann man machen mit den Hitzerekorden. Ja, und zwar habe ich das mal nachgeguckt für die Anrainerstaaten der Arktis, also für Kanada, USA haben wir ja hier schon, dann Grönland, Schweden, Norwegen. Und wenn man danach guckt, dann sieht man, dass die Hitzerekorde alle schon 80 bis 100 Jahre alt sind. Ja, das heißt, damals, vor 100 Jahren, war es warm und die Temperatur ist immer weiter zurückgegangen. Ja, das deckt sich also mit den Daten der USA und damit haben wir schon ein ziemlich großes Gebiet abgefasst. Ne, für Berlin habe ich ja selber mal ein Video gemacht, hier für Deutschland. Auch da sieht man, die Temperaturen sind weiter zurückgegangen, die waren schon mal höher, auch in Berlin. Gut, aber das mache ich mal in einem anderen Video. Hier sind wir erstmal am Ende. Auf Wiedersehen.